Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Kartenbastelzeit und zwar mit dem Skat-Sketch, genau, mit dem Kart-Sketch Nummer 1. Hier habe ich ihn oben drauf liegen und wenn ihr sehen möchtet, was ich hier schon alles so gebastelt habe, dann empfehle ich euch oben beim die Playlist, da könnt ihr reingucken, da habe ich die Vorlagen drin, die ich für euch so entworfen habe, was ich dazu schon gebastelt habe. Also da könnt ihr gerne mal durchstöbern. Heute bastel ich wieder für den Card Sketch Nummer 1 etwas und ich habe mir rausgelegt. Einmal Spiegelkarton, den ich geprägt habe und zwar mit meiner kleinen Handtasche. Falls ich dran denke, verlinke ich euch auch das Video, wo ich das vorgestellt habe, oben beim i. Ne? Dann nimmt man einfach Papier, dann hat man solche Schablonen und dann kurbelt man das durch, dann hat man diesen Prägeabdruck. Dann habe ich mir mal verschiedene Stanzungen rausgelegt. Da will ich dann einen Schriftzug haben, entweder für dich oder von Herzen. Da muss ich mal gucken, welche Farbe dann dazu passt. Deswegen habe ich mir mal hier so ein paar hingelegt. Dann habe ich mir das Corktape. Ich habe mir wieder vom Action dieses Punched Paper. Und zwar möchte ich da das Weiße nehmen. Oder das Graue. So weiß mit so ein bisschen Dreck. So verwischt ist das. Und ich habe mir ein Kartenrolling in Kraftpapier. Und dann habe ich mir hier wieder diese Tags rausgesucht. Die gibt es bei mir im Online-Shop. Und da möchte ich wahrscheinlich eins von den runden benutzen. Ihr kennt mich mittlerweile. Im Basteln kann natürlich sein, dass dann wieder was anderes passiert. Aber so bin ich. Und dann würde ich sagen, ich fange mal an und guck mal, was dann hier so rauskommt. Also dann viel Spaß beim Zusehen. Thank you.
So, meine Guten, ich bin fertig und ja, hier hat mich ein bisschen heute der Schriftzug geärgert. Ich habe ja hier immer dieses Band, wo ganz, ganz kleine Klebepünktchen dran sind. Das funktioniert eigentlich immer super, heute wollte es nicht so. Nun gut, ja, ich habe mich total an das Layout gehalten. Hier unten, das ist der Schriftzug. Ne? Also das Teil habe ich durch den kompletten Schriftzug sozusagen ersetzt. Und ich muss sagen, dass hier vom Action dieses Papier, wie nennt es sich, Punched Paper, ist optimal. Also das ist echt toll und ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ich glaube 97 Cent oder irgendwie sowas. Also unterm Euro müsste das, glaube ich, sein. Echt cool. Ist echt toll. Weil es ist ja nicht die erste Karte, wo ich damit gebastelt habe. Ne? Müsst ihr mal oben in der Playlist gucken. So, ansonsten alle Produkte und so ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da kommt ihr auf die Webseite und da findet ihr eh alles, was hier auf dem Kanal dann auch so los ist. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und sehr viel Spaß beim Nachbasteln. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Katrin.